Hey Freunde, ich unterbreche das Ganze ganz kurz, weil ich euch was vorstellen möchte, nämlich OneFootball. Es ist wieder soweit, am Wochenende ist der vierte Spieltag in der Bundesliga und natürlich auch in diversen anderen Ligen wird wieder gekickt. Das Ganze könnt ihr unter OneFootball verfolgen. OneFootball hat alle aktuellen News, was das Thema Fußball natürlich angeht. Bietet euch auch die Möglichkeit, eure Lieblingsmannschaft zu personalisieren. Ihr könnt auch immer euer Lieblingsteam verfolgen, was Transfers angeht, was die Spielstände angeht und natürlich auch was den Kader angeht. Deswegen checkt gerne die App ab, unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, hau rein! Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Tagesvlog auf meinem Kanal. Mein Name ist Niklas Wilson Sommer, für alle Leute, die es nicht wissen. Ja, es ist jetzt gerade 9.16 Uhr. Ich bin hier auf dem Weg mit Anton, beziehungsweise meinem persönlichen Chauffeur. Du fährst mich mal ins Training, dann gehst du zum Bäcker, holst eine Milch. Dann möchte ich bitte pünktlich abgeholt werden, ne? Hast verstanden, ne? Das Gute, den kannst du gleich schnappen. Dann kannst du dann Leute, ihr müsst euch vorstellen, Anton ist wie ein Hähnchen. Der macht alles, was ich sage. Mann, Junge, hier 50er-Zone! 50! 50! Wir sind jetzt angekommen bei den Trainingsplätzen. Das heißt für mich, Kamera aus, Leute, das ist Marco Höger. Der hat eine G-Klasse. Marco, wenn du das siehst, ehrlich, Champions League, du bist der Beste. Jetzt geht's ins Training, in die Kabine. Da wird das Handy weggelegt. Ich habe jetzt noch einen Corona-Test. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Training. Nach dem Training gehe ich zu IKEA, werde ein paar Accessoires für meine Wohnung kaufen, suchen. Auf jeden Fall, das steht heute auf dem Plan. Ich werde euch bei dem Ganzen mitnehmen. Haut's reiner. So sehen Kämpferfüße aus, Leute. Ja, nice. Kurzes Update. Wir haben gerade Torschuss gemacht und wir haben um Essen gespielt. Deutsche Mannheim, wer es kennt, ist teuer. Ich zeige euch jetzt einmal einen Verlierer. Du hast heute ein bisschen Glück gehabt mit deinem komischen Lattenkrempel, wo du gesagt hast, der war drinne. Gib ich dir einfach mal, weil du gestern Schuh putzen musst. Und jetzt halt die Kamera auf. Training ist vorbei. Juhu, ich glaube, wir haben jetzt so 12.45 Uhr. Ich war noch im Kraftraum. Wir haben noch ein bisschen Torschuss gemacht. Und die rechte Klebe hat wieder zugeschlagen. Könnt ihr Anton hinter der Kamera fragen? Anton muss Essen zahlen mit Barisch. Gegenüber sind Stefano, Domme, ich. Du warst die Dritte, gehen raus an die Jungs. Erster. Das ist für mich kein Gewinn. Ruhe. Das ist für mich einfach nur nicht verlieren. Ruhe. Jetzt geht's zu IKEA. Da werden wir ein paar Möbel gucken und luschern. Und wir hatten auch noch Fettmessung. Und das Ergebnis ist 4,12 Körperfettanteil. Sag Eli von Gruß von dir. Wie heißt du? Dich. Dich? Mein Insta sagen. Nee, warte mal. Eli, schöne Grüße von dich, ne? Ey, Jungs! Für... Fortnite. Yeah. Zeig mal dein T-Shirt. Bist du No-Skin? Sei ehrlich. Fortnite. Was? Ich bin dein Vater. Ey, sowas sagt man nicht. Warum seid ihr so frech in eurem Alter? Hey, ich steig jetzt aus. Ihr werdet sehen. Kommt, kommt, ey. Ich geb den Jump. Früher wäre ich weggerannt. Go. Mann. Ey, habt ihr Angst vor mir? Nein. Nö. Okay. Ja, okay, Jungs, macht's gut. Ey, wie frech. Ja, okay, Jungs, wir treffen uns morgen. Die hatten Respekt vor mir. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Also wir sind jetzt angekommen bei IKEA. Die warten noch auf Mo. Morgen habe ich irgendwie so einen Dreh für den SWR. Ey, Eli und Sydney, ihr seid die Besten, ehrlich. Ihr seid die Besten, ehrlich. Ehrlich. Wir werden da jetzt mal reinschnuppern. Dann muss ich heute noch zu Saturn oder Mediamarkt. Ich brauche eine Waschmaschine, ich brauche einen Trockner. Und ich möchte so einen automatischen Staubroboter. Ob der was kann, weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt schon von vielen Leuten Feedback geholt. Sydney meint, der ist Quatsch. Aber bei Falschgeld, da ist die Garantie auch nicht vorhanden. Deswegen bilde ich mir meine eigene Meinung. Wir sind jetzt erst zum Ausgang gegangen, weil wir noch auf Mo und Luca warten. Und wir werden uns jetzt irgendwas zu essen holen, weil ich habe unglaublichen Hunger. Der Anton hat auch unglaubliche Hunger. Und filmen wir das Ganze. Hier zum Beispiel Ketchup, Gurkle, Honig, Mayonnaise. Ich hole mir einmal diesen Korv Moi Wrap Fladenbrot mit Veggie, Hotdog, Hummus, Gurken und Senfdillsoße. Ich bin sehr gespannt, was der Mann kann. Und das nächste wird der Geflügel-Hotdog. Hey! Oh ja, schrei nicht so. Unangenehm, ne?
wenn es um eine Person geht. Du bist dein ganzes Leben unangenehm. Ruhe, Ruhe. Also ich überlege mir, ob ich mir diese Couch hole. Wie springt sich's da? Hörst du den Ton? Ja. Unangenehm. Für alle Sachen, die du in deinem Alltag machst, Leute. Nee, durchgefallen. Zeig mal her. Welcher? Ja, genau sowas. Ja, cool. Cool, 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 cool. Hä? Was sagt ihr? So, Leute. Ich nehme mein Notizblatt. SB. Was ist das denn? Schreiben eigentlich. Oder mach einfach ein Foto. Ich habe auch nur Fotos gemacht, ja. Nee, wir sind altmodisch. Wir waren ja alle in der Schule. Ruhe! Ja, so macht man das. Für alle Leute, die Fragen haben, hey, wie macht man so ein Ikea-Einkaufen so? Und ich habe eine 42. Dann den zweimal. So, ihr wisst, wie es läuft? Mach doch ein Foto. Lass mich in Ruhe! Wie ein Neandertaler. Nö, ich mache das, was ich in der Schule gelernt habe. 2x. Ich mache 2, ne? Weil ich die nebeneinander. Cool. Es läuft. Entschuldigung, machen Sie Durchrufe, weil ich habe meinen Freund verloren. Nee, machen wir nicht. Gar nicht? Okay. Dankeschön. Wollt mal in Sydney oder in Eli durchrufen, hä? Meine Küche ist Gott sei Dank schon fertig eingebaut. Das wird mein Nachttisch auf beiden Seiten sein. Eine für her and his. War richtig, oder? Ja, sicher. Ja, cool, Leute. Hier nochmal der Artikel, falls ihr alles nachkaufen wollt. Den brauchen wir zweimal. Gut. Weite. Brauch auch unbedingt Lichter. Das ist so meta, diese Lichter an den Spiegeln. Okay. Ja, ja. Oder? Der ist cool, ne? Here we go. We have a deal between Niklas Sommer and Nissedal. Thank you very much and I appreciate it. Ich bin einfach nicht groß genug. Hier, das ist eh meine Größe. So, Leute, ich bin ja auch zeitgleich Scout. Und ich habe was gefunden, was mir unglaublich gefällt. Das ist mein Schrank für meine Wohnung. Ich glaube, der sieht extrem cool aus. Und der ist auch nicht zu groß und auch nicht zu klein. Der ist groß. Oh, okay. Jetzt geht's in den Bereich, wo ich sehr gerne bin. Ich bin ja ein kleiner Künstler, Zauberer in der Küche. Meine Freunde können das bezeugen. Ich werde jetzt hier so viel zusammenholen, dass ich wieder zaubern kann. Also relativ simpel. 2 Pfannen, eine große, eine kleine, einen großen Topf, einen kleinen Topf. Klingt nach einem Gourmetkoch. Der würde genauso aussehen. Du brauchst auf jeden Fall ein Brett zum Schneiden. Oder sogar 2. Hier. Perfekt. Okay. So, ich glaube, ich habe meine Küche fertig eingerichtet. Also schätze ich jetzt einfach mal. Ja. Wir haben Gläser, wir haben Schüsseln, wir haben Teller, wir haben Kopf. Eli meint immer, dass ich und Sydney irgendwann auf die Fresse bekommen, weil wir zu viele Leute nerven. Halt ich für Gerücht. Da haben wir es. Die gleiche habe ich auch. Ich glaube, die hat jeder hier in Deutschland. Die berüchtigte Seifenspender. Bei mir viermal kaputt gegangen. Bei mir ist nur Deko. Da wird auch nichts drin sein für alle Gäste. Ich brauche noch 2 Spiegel, ne? Jetzt geht's zu den Lichtern. Und wir diskutieren sehr, sehr viel, weil ich möchte Lichter haben, die warmes Licht von sich geben. Kennt ihr das, wenn ihr nach Hause kommt und nicht dieses grelle, aggressive Licht holt? Das will ich nicht. Ich will warmes Licht. Warm. Hallo, herzlich willkommen in der Casa de Lili. Und jetzt brauche ich auf jeden Fall noch für jeden Ganggefühl Lichter. Leute, ich kann euch eins garantieren. Ich hasse solche Sachen, bin für solche Sachen nicht ansatzweise gemacht. Und wir haben ja bis jetzt keine richtigen Möbelstücke gekauft. Wir haben einfach nur Handtücher und so Bilderrahmen und solche Basics geholt, die ich selber gestalten möchte. So, Freunde, 850,73 € hat das Ganze gekostet, der Lachs. Jetzt hole ich mir noch eine Couch, 2 Waschmaschinen. Ja, und dann war's. Ich denke, ich muss am Ende des Tages fast mit 2.000 € rechnen. Weird. Wir räumen hier gerade alles ein. Leute, meldet euch. Hier sind 4 PS5, ein Bilderrahmen und ein Spiegel. So, ich bin jetzt beim Mediamarkt. Kostenloses Placement, einfach nächstes Mal bei mir melden. Die Waschmaschine, welche von den beiden ist besser? Ehrlich? Ja, aber wegen dem schwarzen, ne? Na, auch weil man feststellen kann und die sieht auch cool aus, finde ich. Ja, aber die soll nicht cool aussehen, die soll waschen. Na, die natürlich wäre ich die auch gut. Wo passt mehr rein? Hier, weil die hat 6 Kilo und 9 Kilo. Ja, dann mach mal fertig. Nehm ich einmal so. Und die 8 Kilo wäre dann günstiger. Kann man da noch am Preis was machen? Mann, ey. So. Ich bin Student. Schau mal nach. Ja.
und ich hätte auch ein Angebot dafür. Ja, jetzt bin ich mal gespannt auf das Angebot. 5,99 können wir jetzt machen. 5,99. Aber nicht für den Ausschlag, sondern original verpackt, weil wir haben den Saturn noch ein Angebot, deshalb übernehmen wir auch da die Preise. Ja, nehme ich. Ich habe mir jetzt eine Waschmaschine geholt, die einen Trockner hat. Habe ich den Preis natürlich runtergehandelt, ne? Ich bin Schnäppchenjäger. Dann habe ich mir einen Staubsauger geholt, Sandwichmaker, Wasserkocher, Monitor und ein neues Mauspad. Das Ganze hat natürlich wieder einen unglaublichen Preis beinhaltet. 1060 Euro. Männer, es wird knapp in der Kasse. Sage ich euch offen und ehrlich. Es wird knapp. So, die ersten Sachen stehen. Ich zeige nicht zu viel. Ist noch einiges zu machen. Jo Leute, wir waren noch bei Piano, aber ich habe vergessen, was aufzunehmen. Deswegen kommt jetzt einfach irgendein Quatsch-Content. Phil, guck, was du daraus machst. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Hä? Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Das Ziel sind, ich will nicht übertreiben, 20 Likes, 10 Kommentare. Ich glaube, das wäre absolut sick. Danke für den krassen Support. Kurzer Einblick von so einem kleinen Tag, wie ich meine Wohnung einrichte. Vielleicht mit ganz kleiner Wahrscheinlichkeit gibt es mal irgendwann eine Haustour von mir oder eine Wohnungstour. Ich bin ja kein Multimillionär, sondern Geringverdiener. Deswegen quatsch nicht Sommer.